Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Krebserkrankungen im Schlund und im Rachenraum. Rund 18.000 Menschen erkranken in Deutschland pro Jahr daran. Und wir reden darüber, wie es operiert wird. Da sagt man sich ja, je präziser, desto besser, je minimalinvasiver, desto besser. Und darum geht es heute um die Möglichkeiten mit dem Da Vinci-Roboter. Bei mir ist Dr. Hartmut Koch. Er ist leitender Oberarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf-Hals-Chirurgie an der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben. Danke für die Einladung. Sagen Sie uns, wo genau sitzt der Krebs, über den wir da reden? Es geht dabei vor allem um den Krebs, den man hinter dem Gaumenbogen sieht. Wenn man den Mund aufmacht und in den Spiegel schaut, sieht man den Gaumenbogen und das Zäpfchen, wie es landläufig genannt wird. Darunter finden sich rechts und links die Gaumenmandeln, die sind Teil des Zielgebietes, und auch der Raum dahinter, die Rachenhinterwand und der tiefere Schlund neben dem Kehlkopf, der Bereich auf dem Weg zur Speiseröhre. Aha, aber dann, das endet sozusagen dieses Segment oberhalb der Speiseröhre. Jawohl, genau. Die Speiseröhre ist dann durch den Mund zwar noch zu erreichen, aber für eine operative Übersicht wäre es doch zu schlecht. Ja, Krebserkrankungen an der Stelle, woher kommen die? In den allermeisten Fällen sind die Patienten doch langjährige Raucher und haben einen eher überdurchschnittlichen Konsum an Alkohol. Mhm. Das schädigt über die Jahre die Schleimhaut dahingehend, dass die Oberfläche sich verändert und dann einzelne Zellen entarten zu dem sogenannten Plattenepithelkarzinom, also von der Oberfläche ausgehende bösartige Entartung. Mhm. Es gibt eine zweite Gruppe an Patienten, deren Zahl in den letzten Jahren jetzt immer weiter zugenommen hat. Das sind Patienten, die mit dem HPV-Virus, humanen Papillomavirus, infiziert sind oder infiziert waren. Man kann es häufig dann noch in den Gewebeproben nachweisen. Das ist das gleiche Virus, das auch bei den Frauen den Gebärmutterhalskrebs verursachen kann. Und man schreibt diesem Virus oder gewissen Stämmen dieses Virus das Potenzial zu, auch Entartungen der Schleimhaut zu verursachen. Aha, umso wichtiger ist es ja dann, Symptome sozusagen im Hinterkopf zu haben, wie es denn sich anfühlt, wenn es losgeht mit so einem Krebs. Also die allermeisten Patienten kommen und sagen, ich habe Schluckbeschwerden. Mhm. Häufig recht unspezifisch. Sie geben vielleicht noch die Seite an. Vielleicht strahlen die Schmerzen auch ins Ohr aus. Das ist so ein typisches Symptom. Viele hatten dann mal vom niedergelassenen Hals-Nasen-Ohrenarzt ein Antibiotikum verschrieben bekommen. Darunter wurde es nicht so wirklich besser. Und tendenziell ist der Verlauf dann eher schlecht für den Patienten, dass die Schmerzen eben zunehmen und keiner weiß, woran es liegt. Und dann findet der niedergelassene Hals-Nasen-Ohrenarzt häufig, aber auch nicht immer, bei der Untersuchung eine Veränderung der Schleimhaut und schickt den Patienten zu uns, sodass wir dann die Diagnose letztlich durch eine Untersuchung in Narkose mit Probeentnahmen sichern. Genau, das ist meine Frage. Wie stellen Sie das denn fest? Mache ich da den Mund weit auf und Sie schauen hinein? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ja, so zunächst mal, aber viele Tumore lassen sich durch den Blick über den Mund gar nicht einsehen, sondern wir haben ein Endoskop, flexibles Endoskop, das kann man am wachen Patienten noch durchführen, beispielsweise über die Nase, und damit kann ich mir einen relativ guten Überblick schon mal verschaffen über den tieferen Schlund, die Basis der Zunge, den Kehldeckel, den Bereich neben dem Kehlkopf und dem Kehlkopf selbst. Wenn dann ein Verdacht besteht, dass da etwas gewachsen sein könnte, was dort nicht hingehört, dann vergeben wir möglichst zeitnah, weil wir ja wissen, die Patienten könnten Krebs haben, wir wollen schnell eine Diagnose haben, möglichst zeitnah einen Termin für eine sogenannte Panendoskopie. Dabei schauen wir die Mundhöhle, den Schlund, den tieferen Schlund, Kehlkopf, Speiseröhre und Luftröhre einmal durch mit unterschiedlichen Instrumenten. Und sollte irgendwo etwas auffällig sein, nehmen wir kleinste Proben, die dann vom Pathologen untersucht werden, und wir die Rückmeldung bekommen, ist möglicherweise nur eine chronische Entzündung oder ja, der Patient hat Krebs. Diese Panendoskopie, also diese Endoskopie über verschiedene Segmente hinweg, tut das weh? Nein, das ist eigentlich eine Routineuntersuchung, die wir bei uns vornehmen. Sie findet in Vollnarkose statt, also der Patient bekommt es nicht mit. Er muss danach in der Regel eine Nacht dann bei uns bleiben.
Man hat danach häufig so leichte Halsschmerzen von den Probeentnahmen, aber das Risiko ist eher gering. Ja, wenn Sie jetzt also tatsächlich festgestellt haben, dass es eine bösartige Entartung ist, der Oberfläche der Schleimhäute, wie geht das dann weiter Richtung Operation? Ja, wir müssen uns natürlich ein allumfassendes Bild verschaffen. Das heißt, es werden Schnittbildverfahren angewendet, wie das Computertomogramm oder das Magnetresonanztomogramm, um einzuschätzen, wie groß ist der Tumor denn schon ausgedehnt, auch in die Tiefe, was wir in den Untersuchungen der Oberfläche nicht erkennen können. Sind Nachbarstrukturen schon mit involviert, die möglicherweise dann bei einer Operation mit entfernt werden müssten? Gibt es am Hals Lymphknoten, Metastasen, also die Tumore haben die Eigenart, relativ rasch dann Tochtergeschwulste in die Lymphknoten abzusiedeln, die bei der Diagnostik mit beachtet werden müssen und bei einer möglichen Operation dann auch mit entfernt werden würden. Mhm. Ja. Wenn Sie das machen mit dem Da Vinci-Roboter, wie muss man sich das vorstellen? Denn da wird ja dann offenbar ja kein großer Schnitt gemacht, sondern das ist ja eine minimalinvasive Sache. Richtig. Wir würden dann den Patienten in Rückenlage eben auch in Vollnarkose vorfinden. Wir haben spezielle Mundsperrer, die wir einsetzen, die uns den bestmöglichen Platz verschaffen. Und dann kann man den Roboter, der insgesamt 4 Arme hat, für die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde benutzen wir aber nur 3. In der Mitte ist die Kamera, die mit einer 10-fachen Vergrößerung in HD-Qualität dreidimensional uns den bestmöglichen Überblick über den Tumor verschafft. Und rechts und links sind die Instrumente, mit denen wir dann das Gewebe durchtrennen können. Das sind meistens elektrische Geräte, sodass es zu einer geringen Blutung intraoperativ nur kommt. Die werden dann so positioniert, dass wir den Tumor bestmöglich erreichen. Ob der Patient dafür geeignet ist und der Tumor auch die entsprechende Größe hat, also nicht jeder Patient kann mit dem Roboter operiert werden, es muss eine gewisse Anatomie vorliegen. Ob das der Fall ist, das sieht man dann bei der Panendoskopie schon, wo man einschätzt, ja, das sollte funktionieren, wir kommen gut dort an, oder dieser Patient muss eher von außen operiert werden. Aha, hat das dann damit zu tun, dass das zu nah an der Halswand dann schon ist? Dass ja, das also wenn die Größe eine gewisse Größe übersteigt und man einen Defekt verursacht, der so nicht belassen werden kann, dann muss man Gewebe von andernorts dort einbringen, eine Lappenplastik vornehmen. Dazu muss der Schlund von außen ohnehin eröffnet werden und dann hat man keinen Vorteil mehr durch den Roboter. Also die Patienten, die wir mit dem Roboter operieren, das sind vor allem die, die eher kleinere Tumore haben, die gut überschaubar sind, wo es keine Notwendigkeit für eine Rekonstruktion gibt. Jetzt habe ich das also so verstanden, dieser Roboter, der hat so seine Arme, einer davon Kamera, vielleicht dann auch Licht und dann das Schneideinstrument. Der wird dann eingebracht, das sind ja aber keine flexiblen Schläuche, sondern der winkelt ab, oder? Genau, also die Hülse quasi ist starr, das ist ein starres Rohr und das Ende ist, die Instrumente sind winkelbar und zwar 540 Grad, also man hat doch eine tolle Bewegungsfreiheit, das ist im Verhältnis zu den Operationen, die man ja auch jetzt schon durch den Mund durchführt mit anderen technischen Hilfsmitteln, ist das ein Riesenvorteil, dass man eben auch in der Tiefe gewinkelt arbeiten kann, wohingegen das bei den bisherigen Verfahren eher schwierig ist. Ja. Und womit schneiden Sie dann? Also man macht es ja dann wohl so, dass man mit einem Sicherheitsabstand um den Krebsherd herumschneiden würde. Was heißt schneiden? Genau, also der Sicherheitsabstand, das ist das A und O. Die onkologische Sicherheit hat höchste Priorität, dass man dem Patienten garantieren kann, wir haben diesen Tumor vollständig im Gesunden entfernt. Ja. Und das Schneiden bedeutet, dass man mit elektrischem Strom über ein Spatula, also eine Metallspitze, den Strom auf das Gewebe gibt und der dadurch das Gewebe auftrennt. Mhm. Das gibt es als monopolares Messer oder als bipolare Schere. Mhm. Wenn Sie jetzt diesen Da Vinci-Roboter anwenden, schneiden Sie ja nicht selber. Das wirkt ja so ein bisschen unheimlich auf mich als Patient. A, sind Sie ganz woanders und B, ist das ein Gerät, das da vor mir ist? Ja,
diese Bedenken äußern auch durchaus die Patienten, oh, was mit dem Roboter, das möchte ich nicht. Also man darf es nicht so verstehen, dass man den Roboter programmiert und dann geht man Kaffee trinken und wenn man wiederkommt, hat der Roboter einen operiert, sondern es ist ein durch Menschenhand geführtes Hilfsmittel. Das heißt also, ich steuere den Roboter, ich bin die ganze Zeit am Patienten, ich bin zwar nicht direkt am Mund des Patienten, aber ich sitze direkt daneben. Es gibt einen Assistenten, der die ganze Zeit am Kopf des Patienten sitzt. Der Roboter tut nur das, was man ihm befiehlt und man steuert ihn, jede kleine Bewegung, selbst mit den eigenen Händen. Was ist denn dann der Vorteil für Sie oder für den Patienten? Der Vorteil ist, dass man mit einer höheren Sicherheit mehr Tumore durch den Mund operieren kann, im Verhältnis zu dem, was bisher technisch mit den konventionellen Möglichkeiten gegeben ist. Sehen Sie mehr? Genau, durch die Kamera mit der 10-fach Vergrößerung und der klasse Auflösung kann man den Tumor von allen Seiten begucken. Es gibt gewinkelte Optiken, die auch dann die Möglichkeiten bieten, auch in Nischen reinzuschauen. Das sind Dinge, die sonst schwierig wären. Ja. Ja, genau. Man ist, glaube ich, auch präziser damit. Ne? Also der zittert nicht mit den Händen. Nein, genau, das gleicht er aus. Ja. Ja, genau. Also, die Tasse Kaffee davor verzeiht der Roboter. Verzeiht er auch, die will er gar nicht. Wenn die Operation vorbei ist, überhaupt, wie lange dauert die? Das ist sehr unterschiedlich, hängt davon ab, wie und wo der Tumor liegt, wie gut der Patient einstellbar ist. Man hat eine gewisse Vorbereitungszeit, die man aber auch sonst bei konventionellen Operationen durch den Mund hätte. Die meisten Tumore operiert man so in 60 bis 90 Minuten. Mhm. Ja. Man darf nicht vergessen, dass wenn Lymphknoten am Hals befallen sein sollten, der Schnitt am Hals von außen nicht gespart wird, sondern man muss doch die Kompartimente am Hals, wo die Lymphknoten vergrößert sind, möglicherweise befallen sind, muss man von außen ausräumen. Das spart einem der Roboter nicht. Er spart einem aber die Präparation bis zum Schlund von außen und die Eröffnung des Schlundes von außen, die wiederum eine höhere Morbidität mit sich bringt, das Risiko, dass da nachher eine Fistel entsteht, also der Schlund nicht wieder vernünftig zuheilt, sondern eine Lücke ist, wo Speichel abfließt. Das ist eine gefürchtete Komplikation, die wiederum andere Probleme mit sich bringt. Aha, also wenn ich das richtig verstehe, erst macht man es von innen, richtig, mit dem Roboter und dann später, falls bei einem anderen Durchgang von außen und das ist so unabhängig voneinander, dass da keine Komplikationen entstehen man können. Man muss dann aufpassen, dass man nicht, wenn man tief präpariert hat, dass man vielleicht 14 Tage dazwischen vergehen lässt, dass das innen schon verheilt ist, bevor man dann von außen rangeht. Ja. Kann denn überhaupt was schiefgehen? Also was ist denn die häufigste Komplikation bei der ganzen Sache? Während der Operation ist es eigentlich so, dass man bei guter Übersicht und wenig Blutung die Operation problemlos durchführen kann. Wir hatten es bisher nicht, aber es gibt Fälle, wo gesagt wird, wir erreichen den Tumor doch nicht vollständig, wir müssen umsteigen und ihn doch von außen operieren. Das wäre eine Situation, die man andernfalls dann von vornherein herbeigeführt hätte, sodass das eigentlich kein echtes Risiko darstellt. Es ist eher dann postoperativ, dass die Patienten einen Wundschorf ausbilden an der Stelle, wo der Tumor entfernt wurde. Und dieser Wundschorf, der löst sich dann so nach 5, 6, 7 Tagen. Das ist ähnlich wie nach einer Mandelentfernung. Und wenn der sich ablöst, kann darunter eben noch frisches Wundbett sein, aus dem es blutet. Das heißt also, die Patienten sind durchaus eine Woche bei uns. Und wir haben sie recht engmaschig unter unserer Kontrolle, beschauen immer wieder das Wundgebiet und kontrollieren, dass die Wundheilung gut verläuft. Mhm. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.